told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Wahnsinn, das Wetter. Ah, scheiße, die paar Minuten hätte es auch noch warten können. Wie sie durchzieht hier die Kleider. Ja, hallo Camping- und E-Bike-Freunde und alle, die es noch werden wollen. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, mit leichtem Gepäck ist das Thema unseres heutigen Videos. Claudi und ich, wir waren wieder unterwegs und haben uns geschworen, wir nehmen diesmal bloß ganz wenig Gepäck mit. Dementsprechend blieb auch der Fahrradwohnwagen zu Hause. Ja, und wir wollten einfach mal zurückschauen zu einem Ort, den ich noch von früher kannte, wo ich als Kind und Jugendlicher mit meinen Eltern damals zusammen auf dem Zeltplatz war. Das ist in der Nähe von Burg bei Magdeburg, nämlich in Parchau. Und dort sind wir hingefahren mit unseren E-Bikes. Das ist eine Strecke von so, naja, knapp 50 Kilometern. Ja, und was da alles passierte, das seht ihr in diesem Video. Wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. Bis gleich. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Way back a year ago. So, Schatzi. Wonach sieht denn das hier aus? Na, eine verrückte Idee vom Camper Marco. Ja, Leute, wir sind wieder unterwegs. Erstmal herzlich willkommen, alle Campingfreunde und die es noch werden wollen. Ganz falsche Begrüßung heute. Ach Mann. Ja, wir haben mal wieder, also nee, ich hatte eine verrückte Idee und Claudi macht mit. Wir haben jetzt einfach mal überlegt, mit ganz leichtem Gepäck zu reisen und haben unsere Fahrräder so vollgeknallt, wie es nur ging. Ich habe zum Glück noch eine große Tasche gefunden, die ich hinten auf den Gepäckträger schneiden konnte. Ja, Claudi hatte auch noch einen Rucksack, den sie auch hinten mit drauf geschnallt hat. Und ja, letztendlich sind wir unterwegs auf dem Elberadweg. Mhm. Irgendwie sieht das alles ein bisschen dunkel aus, ich weiß auch nicht. Ja, wir sind unterwegs auf dem Elberadweg und wir wollen Richtung Norden fahren, also Elbe abwärts, die Elbe abwärts. Und ja, wollen mal gucken, eventuell auch eine Nacht übernachten. Also wir haben ein kleines Zelt mit dabei, Schlafsäcke und alles, Essen, Trinken, ein bisschen Technik und so weiter. Und ein Solarpanel und eine Powerstation, die ich aber schon vorgestellt habe. Keine Angst, wird nicht nochmal vorgestellt. Und dann können wir auch die Akkus hoffentlich wieder aufladen, falls wir irgendwo denn nicht mehr genug Saft haben, um wieder zurückzukommen. Ja, soweit der Plan. Vor uns ist gerade die Elbe. Kann ich mal zeigen. Jo, so. Und wir machen eine kleine Rast jetzt und dann geht's weiter. Prost! Prost! Prost, Camper Marco, jetzt bist du gerade. Ja. Und hier, mach mal kurz mal dein T-Shirt frei, nimm mal deine Brille mal weg. Hier. Zum Campen geboren, zum Arbeiten gezwungen. Genau. Getreu dem Motto. Und mittlerweile ist Arbeiten Camping und Camping ist Arbeiten. Das ist geil. Ja, warum mit leichtem Gepäck? Na, ganz einfach, weil man mit den E-Bikes dann viel schneller vorankommt. Man ist flexibler, kann auch Single Trails fahren, wo ich mit dem Fahrradwohnwagen nicht so einfach durchkommen würde. Ja, und deswegen, man ist auch dichter an der Natur dran. Be closer to nature.
Ja, auf dem Elbe-Radweg ging es Richtung Norden, einmal ganz durch Magdeburg längs durch. Das ist auch die längste Ausdehnung von Magdeburg. Ja, und dann über den Herrenkrug weiter bis nach Lostau zum Wasserstraßenkreuz, wo wir auch schon immer mal hin wollten. Das haben wir aber auch links liegen lassen. Es ging weiter über Niegrip, die Niegripper Schleuse, weiter Richtung Burg. Zwischendurch in Niegrip haben wir kurz angehalten. Da haben wir uns erstmal einen leckeren Eisbecher gegönnt. Wir biegen dann am Elbauernpark ab in die Richtung Herrenkrug. Die Brücke, an der wir damals standen und den Wasserfall da filmen kann. Nee. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich diese Strecke fahre Richtung Ferchland, ja, dann bewölkt sich der Himmel und es wird regnerisch. Also vereinzelt Regen haben sie heute angegeben. Morgen soll es wieder ein bisschen schöner werden. Ja, der Himmel sieht irgendwie, naja, ein bisschen beängstigend aus. Schatz, das ist die Weinbergquelle. Kannst du denn noch? Ja, geht noch. Nein, alles gut. Ich glaube, wir sollten eine Pause machen. Nee, nur meine Handgelenke halt. Geschafft. Na, erkennst du wieder, wo wir sind? Ja. Also da hinten, wo die Pfosten da stehen, da drunter fließt die Elbe lang. Ja. Ja, ich glaube, das war bisher auch Claudis längste Strecke. Also mit dem E-Bike, mit dem Fahrrad wäre sie nie wahrscheinlich so weit gekommen und schon gar nicht mitgefahren, wenn ich gesagt hätte, ich will da und dahin. Ja, aber mit dem E-Bike, da blüht sie so richtig auf und feuert mich stellenweise noch an und fährt häufig vorne weg. Also ich muss manchmal sehen, dass ich dann hinterherkomme. Ja, rund 50 Kilometer, eine Strecke. Nächsten Tag mussten wir die 50 Kilometer natürlich auch wieder zurück, sodass wir annähernd 100 Kilometer gefahren sind und das war ganz schön. Zum Glück wussten wir vorher noch nicht, dass unsere Akkus am nächsten Tag nicht reichen werden. Das Porsche. Da sind wir. Ja, dichter an der Natur ran bedeutet natürlich, man sieht auch ab und zu mal Tiere, weil man ja wirklich stellenweise eine ganze Weile immer allein bzw. zu zweit auf dem Elberadweg unterwegs ist. Ja, und ganz dicht vor uns hat ein Fuchs den Elberadweg gekreuzt. Der war unheimlich zutraulich und dicht dran. Also wir hatten da schon ein bisschen Schiss, dass er vielleicht irgendwas hat. Ja, ist dann aber doch weggerannt. Ja, und man sieht auch immer wieder Feldhasen, Rehe, Hirsche. Es ist total interessant, wenn man mit dem Fahrrad fährt. Das erlebt man mit dem Auto meistens nicht. Und da will man eigentlich auch kein Wild sehen, denke ich mal. Jetzt kurz vor Parchau und es fängt an zu regnen. Wahnsinn, das Wetter. Ah, scheiße, die paar Minuten hätte es auch noch warten können.
höchstens noch knapper Kilometer. So ein Mist. Na Schatzi, stehst du trocken? Ja, mein Freund der Baum. Schatz, es ist echt gut, dass du nur Taschentücher in deinen Jackentaschen verlierst. Kann man am besten noch ein bisschen den Sattel trocken wischen. Zipfel, Mann. Zipfel, Hannes. Das ist ja doof. So Schatzi, das ist hier meine Jugendzeit gewesen. Hier haben wir früher gezeltet auf dem Zeltplatz. Hier haben wir früher gebadet. Da wo das Podest ist, da stand ein Rettungsschwimmerhäuschen. Baden auf eigene Gefahr. Und da hinten rechts, da ging es hoch zu unserem Zelt. Ja, zum späten Nachmittag, das ist schon fast abends gewesen, kamen wir dann endlich in Parchau an. Dort gibt es drei Seen, die Parchauer Seen. Ja, und wie gesagt, dort war ich früher auf dem Zeltplatz, Campingplatz, den es immer noch gibt, mit meinen Eltern, Dauercamper. Ja, und ich habe das früher als Kind genossen. Das waren ein Haufen anderer Kinder auch noch von früher aus meiner Schulklasse und so weiter, die dort auch gecampt haben. Ja, es war eine unheimlich schöne Zeit. Ja. Hier stand früher mal das Rettungsschwimmerhäuschen. Gibt's auch nicht mehr. So Schatzi, jetzt Kopfsprung. Das Wasser sieht leider nicht so schön aus. Also ich glaube, ich gehe hier heute nicht baden. Ja, was auch ein bisschen schade war, der Parchauer See war gesperrt. Aufgrund von einer Blaualge, die dort im Wasser rumschwamm. Das sah auch nicht sehr appetitlich aus. Ich habe das kurz gefilmt. Ja, es hat sich doch einiges verändert. Ich glaube, der Platz ist sogar noch größer geworden, als er früher war. Obwohl ich den als Kind schon als sehr groß empfand. Naja, und wir waren dann klitschenass und haben dann überlegt, ja, wir müssen erstmal irgendwo einen Happen essen und uns vielleicht wieder ein bisschen trocknen. Ja, und zum Glück gab es dort einen kleinen Imbiss, wo wir uns dann hingesetzt haben. Ja, und dann gab es für mich erstmal lecker Apfelsaft, für Claudi eine Cola und dazu Pommes mit einer schönen Currywurst. Ja, leider gehört der Platz, wo wir früher mal mit unseren Zelten standen, gar nicht mehr zum Zeltplatz dazu. Er wurde abgeteilt mit dem Zaun. Schatzi, fandst du die Fahrt auch so toll wie ich? War doch ein schönes Abenteuer, oder? Schatzi, das haben wir uns jetzt verdient, wa? Mhm. Ah, guck mal, sieht das lecker aus. Und Schatzi, schmeckt's? Der Regen hat aufgehört, wir sind wieder auf Tour. Haben jetzt lecker gegessen, schön Pommes mit Currywurst und schönes Hefeweizen dazu. Ja, Claudi fährt schon wieder weiter, die ist da vorne auf dem Weg irgendwo. Ja, auf dem Campingplatz hat man keine Lust zu bleiben und deswegen fahren wir jetzt weiter. Mal gucken, ob wir eine schöne Stelle finden.
Ja, trocken waren wir immer noch nicht, aber wir sind dann trotzdem wieder auf unsere Fahrräder gestiegen. Ich habe noch gehört, wie ein Mann, der mit einem Bierchen vor dem Imbisswagen stand, zu der Frau, die dort bedient hat, gesagt hat, Mensch, wo wollen die denn jetzt noch hin? Warum bleiben die denn nicht hier auf dem Campingplatz? Und sie sagte dann bloß, ja, weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht gehört, wo die noch hinwollen, haben sie mir nicht erzählt. Ja, und wir haben gelächelt und sind wieder auf unsere Fahrräder und dann einfach ab in den verregneten Sonnenuntergang. Wir finden schon nach was, genau. Das ist die richtige Einstellung. So, Schatzi. Also wenn wir jetzt hier schon sind, muss es auch das Optimum sein. Na denn, dann gucken wir mal noch optimal. Scheiße. Das sieht ja nicht gut aus. Oh, kacke, ich wundere mich, warum meine Gänge nicht mehr gehen. Hier hängt alles voll mit irgendwelchen Gras. Ach du Kacke. Jetzt bin ich nochmal zurückgefahren, musste erstmal die GoPro holen, die habe ich hier noch stehen lassen. Ungefähr 2 Kilometer entfernt. Scheiße. Stand aber immer noch da, ist zum Glück nicht so viel los heute Abend hier auf dem Elberadweg. Gut, liebe GoPro, ich hab dich wieder. Guck mal, ist da eine schöne Stelle hier. Ja. Zumindest schön eben, ein bisschen Gras. Sieht doch gut aus. Perfekt. Ja, dafür hatten wir dann wieder das leidige Thema. Zum Glück kam die Sonne noch mal ein bisschen raus und trocknete uns etwas. Ja, dass wir erstmal gucken mussten, wo findet man noch einen schönen Platz dort, wo kann man dann vielleicht eine Nacht mal bleiben. Ja, mit dem Fahrradwohnwagen wäre es doch cooler gewesen, denn man hätte sich irgendwo hinstellen können und wäre natürlich auch vielleicht nicht so nass geworden. Aber mit dem Zelt ist das alles nicht ganz so einfach, dafür aber mit leichtem Gepäck. Ja, und wir haben dann doch auch eine schöne ebene Stelle gefunden, wo wir unser Zelt aufbauen konnten. Ja, und das sah dann traumhaft aus. Also es war wirklich wie Wildnis irgendwo im Nirgendwo, kein Mensch weit und breit und nur wir allein. Ab und zu fuhren auf dem Wasser dann mal ein paar Boote vorbei und das war's. Thank you.
pustest du die Luftmatratze auf, Schatz. Da passe ich aber nicht mit drauf. Genau, da schlafe ich drauf. Hallo, gemütlich hier. Ah, Schatz, das tut gut, hab ich kalte Füße. Wirklich? Und werden die jetzt warm? Ja, jetzt werden sie langsam warm. Oh, Mann. Das Fleisch war willig, aber das Gras war nass. Ja, das Erste, was wir gemacht haben, als wir dann unser Zelt aufgebaut haben, den Fahrradakku angehängt an die kleine Powerstation, die wir bei hatten. Ja, das Solarpanel hat uns um diese Zeit nicht mehr viel gebracht. Ja, und wir haben dann erstmal Claudis Akku so gut es ging aufgeladen. Ja, irgendwann mitten in der Nacht war die Powerstation dann auch leer. Ja, und am nächsten Morgen haben wir dann versucht, sie weiter aufzuladen mit dem Solarpanel, aber es war so wenig Sonne. Ja, also für meinen Hemiway hat es dann nicht mehr gereicht. Allerdings hat meiner auch noch so 3 oder 4 Balken angezeigt. Naja, würde knapp werden. Und wir hatten dann überlegt unterwegs, ja, vielleicht kann man irgendwo aufladen, vielleicht gibt es irgendwo Ladestationen in den kleinen Orten oder so. Nichts. Also es ist ein bisschen traurig am Elberadweg, dass es da nichts weiter gibt zum Laden. Es wäre in Burg was gewesen, es wäre in Magdeburg wieder was gewesen. Ja, aber so irgendwie, dass wir zwischendurch mal irgendwo eine kleine Pause in einem Ort machen konnten. Also zumindest nicht auf meiner App, die ich dabei hatte, da habe ich nichts weiter gefunden. So, bevor es denn lecker Frühstück mit Kaffee direkt am Wasser gab, sind wir auch noch mal kurz reingesprungen und haben uns gewaschen. Ja, das habe ich leider nicht gefilmt. Ihr müsst ja aber auch nicht jedes Mal die Nacktzehen sehen, deswegen gab es denn nur das Frühstück. Ja, und danach haben wir dann so langsam abgebaut, unsere Sachen gepackt und es ging wieder zurück nach Magdeburg. Mein Stativ abgebrochen. Scheiße. So, was haben wir denn alles Schönes dabei? Milch, Marmelade.
So, eben sind wir noch schnell in der Elbe gesprungen, haben uns ein bisschen frisch gemacht. Oh, das tut gut. Heute ist auch nicht ganz so warm, aber ja, das Wasser ist, glaube ich, wärmer als die Luft. Ja, jetzt hier noch unseren Kaffee ausschlürfen und dann geht es so langsam wieder los Richtung Magdeburg. Ja, die Fahrräder sind halbwegs aufgeladen, also das Elleglide hat wieder 4 Balken statt einem und das Hemiway hat statt 2 Balken auch wieder 4 Balken. Jo, ich hoffe, das reicht. Werden wir sehen. Wir laden jetzt immer noch die Powerstation ein bisschen nach mit dem Solarpanel und oh ja, werden wir nachher vielleicht unterwegs nochmal anhalten und dann mal die Fahrräder nochmal ein bisschen nachladen. Funktioniert richtig gut. Aber immer bloß mit 300 Watt, die maximal drin sind und dann die Verluste noch abgezogen, kann man vielleicht 250 Watt insgesamt rausziehen. Ja, reicht also nicht, um ein E-Bike komplett aufzuladen, geschweige denn alle beide. Aber man kann ja immer wieder nachladen, wenn man Pausen macht. Versteht mich, es ist so windig mal wieder. So, und ich habe bloß noch 2 Balken. Ja, wir haben recht schnell gemerkt, dass unsere Akkus nicht reichen werden bis nach Hause. Ja, und so sind wir natürlich schon mit einer ganz geringen Unterstützung gefahren, was die Fahrerei auch sehr schwer machte, besonders weil wir dann auch noch Gegenwind hatten. Ja, und wir mussten uns ganz schön anstrengen und ich habe gedacht, oh Claudi, wenn du jetzt nach Hause kommst, du wirst wahrscheinlich nie wieder ein E-Bike anfassen. Ja, und es kam, wie es kommen sollte. Ich habe dann leider nicht mehr viel gefilmt, aber so ungefähr 4 Kilometer vor zu Hause waren die Akkus komplett alle und zwar fast zeitgleich. Also meins war zuerst alle. Ich habe dann in den zweiten Gang geschaltet und habe versucht, so gut es ging, mit dem 38 Kilo schweren Hemiway mit einem Haufen Gepäck hinten drauf, leichten Gepäck, dann wieder bis nach Hause zu kommen und ja, 1 Kilometer später war Claudis Akku auch komplett leer, obwohl er noch mal geladen war. Naja, das war dann wirklich eine ganz schöne Tortur und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn ich den Fahrradwohnwagen hinten noch dran gehabt hätte. Zum Glück hatte ich ihn nicht hinten dran und ja, irgendwie haben wir es geschafft, aber wir waren einfach fix und fertig. So, wir haben es geschafft, wir sind wieder zu Hause. Ja, das zeigt mir aber auch wieder, wenn man mit 2 E-Bikes unterwegs ist und die auch nochmal aufladen möchte. Ein kleines Solarpanel mitnehmen ist auf jeden Fall richtig, aber man bräuchte auch ein bisschen größere Powerstation, so mit 600 Wattstunden. Das wäre natürlich ideal, weil neue Akkus dazu kaufen ist teurer als eine Powerstation, die man immer wieder mal aufladen kann und gerade über Solar aufladen kann. Ja, und in dem Moment werde ich mir da mal Gedanken machen, was wir denn beim nächsten Mal bei solch einer Tour mitnehmen, wenn wir nicht mit dem Fahrradwohnwagen, sondern nur mit den E-Bikes unterwegs sind. Ja, und wer sich schon die ganze Zeit gefragt hat, was das hier für ein T-Shirt ist, Be Closer to Nature, was ja auch zu unserem Film heute passte. Ja, es ist ein T-Shirt aus meiner eigenen kleinen Kollektion, die ich bei Amazon und bei Spreadshirt anbiete. Ja, und vielleicht schaut doch mal vorbei. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht da Interesse dran hat, als Geschenk oder für sich selber. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich das dann irgendwo mal sehen würde. Meine eigene kleine Kollektion. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss und ciao, sagt euer Camper Marco.